Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, wer mein letztes Zuschauerpostvideo gesehen hat, der hat dann auch gesehen, dass mir eine, ja, liebe Zuschauerin, Abonnentin von mir, die hat mir, das gibt es nicht. So, ich bin zurück. Jetzt hoffe ich, dass wir nicht mehr gestört werden. Ja, also eine liebe Zuschauerin, da war ich, glaube ich, stehen geblieben, die hat sich die Mühe gemacht und hat 50 Fragen sich überlegt, hat die mir hier auf diese zwei Blätter geschrieben und fand ich richtig süß, die Idee. Da wäre ich, glaube ich, im Leben nicht drauf gekommen und ja, deshalb widme ich dir jetzt dieses Video und ich hoffe, also ich fand die, ich habe die mal, bin da so über drüber gegangen, also habe die Fragen überflogen und ja, die meisten sind, denke ich mal, kurz zu beantworten, andere sind, glaube ich, eher schwieriger, aber erstmal lieben Dank an dich, dass du dir die Arbeit gemacht hast und ich freue mich jetzt auf deine 50 Fragen und würde mal sagen, ich starte. Frage 1. Was bestellst du bei McDonald's? Ui, ich war schon länger nicht mehr bei McDonald's. Aber zuletzt, eigentlich bestelle ich mir immer Hamburger Royal TS Maxi mit Fanta ohne Eis und zweimal Mayonnaise. Und wenn ich dann ganz, 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 ganz großen Hunger habe, bestelle ich mir auch gleich noch einen Cheeseburger mit. Ja, und wenn ich danach noch Hunger habe, gehe ich nochmal vorne hin oder ich schicke meinen Mann und dann gibt es noch ein Eis oder so. Ja, aber in der Regel liebe ich eigentlich Hamburger Royal TS. Frage 2. Wenn du ein Einhorn träfst, was würdest du als erstes fragen zu ihm sagen? Ein Einhorn. Ich treffe ein Einhorn und würde sagen, Mann, bist du schön. Willst du mit mir gehen? Hä? Komm mit. Irgendwie so, glaube ich. Irgendwie, ich liebe Einhörner. Also, kennt ihr den Film Das letzte Einhorn? Das ist schon ein älterer Film, aber ich denke, viele von euch kennen es vielleicht und als Kind habe ich diesen Film rauf und runter. Ich habe den so oft geschaut. Damals hatten wir den, da gab es noch, ja, den gab es noch nicht auf DVD, den gab es auf VHS-Kassette, auf Videokassette. Und ja, ich war immer fasziniert von diesem Einhorn. Frage 3. Welches Essen magst du überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Also ich bin da eigentlich nicht so pingelig, aber ich mag eigentlich überhaupt nicht Rosenkohl. Ich weiß auch nicht. Ich liebe Kohlsorten, aber Rosenkohl, da kann man mich, glaube ich, mit jagen. Und an Fleisch mag ich nicht so gerne Rindfleisch. Außer Rinderrolladen von meiner Schwiegermutter, wenn die ganz zart sind. Aber ansonsten mag ich nicht so gerne so Steak oder so, wenn ich das sehe, so Medium. Und wenn, naja, mit dem Blut und boah, nee, mag ich nicht. Frage 4. Wenn du oder jemand anderes eine Biografie von dir schreiben würde, wie hieße sie? Wenn ich oder jemand anderes eine Biografie, oh Gott, mein Leben ist ja jetzt nicht so spektakulär. Wie hieß denn meine Biografie? Nadine? Außer Rand und Band. Fällt mir jetzt spontan ein. Oder Nadine? Ich weiß es nicht. Außer Rand und Band. Fertig. Frage 5. Was war das Schlimmste, was du als Kind angestellt hast? Oh je, als Kind. Also eigentlich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das allerliebste Kind war, aber ich habe jetzt nichts Böses angestellt. Also spontan fällt mir ein, Klingelmännchen. Kennt ihr bestimmt, ne? Ja, man rennt zu einem Haus hin, betätigt die Klingel und haut wieder ab. Das fällt mir jetzt ein. Ich weiß, das haben viele gemacht, aber sonst habe ich jetzt eigentlich nichts Schlimmes gemacht. Nee. Na gut. Frage 6. Mit welchem Alter hast du Radfahren gelernt? Boah, warte mal. Radfahren. Mit 6, glaube ich. Ich meine, ich war ungefähr 6 Jahre. Ja. 7. Erzähle den lustigsten Witz, den du kennst. Ich und Witze. Ich liebe Witze, aber ich behalte mir die nie. Und da ich, wie gesagt, die Fragen eben nochmal überflogen habe, möchte ich euch trotzdem einen vorlesen. Moment, wo haben wir den denn? Der ist ganz lustig, finde ich, und vielleicht findet ihr den ja auch lustig. Ich muss jetzt ablesen, es tut mir leid, ich kann mir sowas nicht merken. Genau, es geht los.
Interessiert erkundigt sich der Vater: Na, Bub, wie war es denn heute im Chemieunterricht? Gar nicht langweilig, erzählt der Junge. Chemie haben wir heute Im Chemieunterricht haben wir heute gelernt, wie man Sprengstoff herstellt. Und was habt ihr morgen in der Schule? Welche Schule? Ja, ich sag ja, nicht der weltbeste Witz, aber ich finde ihn dennoch gut. Welche Schule? Ja. Okay, das war jetzt der Witz. Wo sind wir denn jetzt? Frage 8. Hast du Phobien? So richtige Phobien, dass ich da... Ja, ich sag mal, wenn eine Spinne irgendeine Größe überschreitet, dann laufe ich schreiend davon. Also Spinnen ist schon für mich was Ekliges, obwohl sie ja eigentlich nichts tun, unsere Hausspinnen, sag ich mal, hier in Deutschland. Aber ja, ansonsten Phobien richtig nicht. Aber Spinnen finde ich schon, uah. Frage 9. Was ist dein Lieblingswort? Prima. Eigentlich zwei Wörter. Ich sage sehr oft alles prima. Egal zu welcher Situation. Was heißt zu welcher Situation? Aber ich sage sehr oft alles prima. Frage 10. Schätze mal, wie viele Kugelschreiber du besitzt. Oh Gott. Kugelschreiber. Bestimmt 20 Stück. Ja, in diversen Schubladen, in diversen Handtaschen und ja. Ich würde mal sagen zwischen 20 und 25. Frage 11. Wie groß warst du bei deiner Geburt? Ich glaube mich dran... Ich meine, es steht auch irgendwo in einem Fotoalbum. Ich glaube 50 Zentimeter. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so groß, ne? Ja. So, hier geht's weiter. Frage 12. Wenn du das andere Geschlecht geworden wärst, wie hätten deine Eltern dich genannt? Ich tippe mal auf Lars. Mein Bruder, ich habe ja noch einen Bruder, der heißt Lars. Und weil ich ja die Erstgeborene bin, würde ich mal sagen, dann hieß ich wahrscheinlich jetzt wie mein Bruder Lars. Frage 13. Würdest du Gedanken lesen wollen? Manchmal ja. Also, aber nicht permanent. Aber bei manchen Leuten würde ich gerne mal in den Kopf reingucken wollen. Doch, bin ja neugierig. Und manchmal würde ich schon gern wissen, was denkt der jetzt gerade über mich? Ja, wäre schon ein cooler Gedanke, Gedanken lesen zu können. Frage 14. Was war dein Lieblingspausenbrotbelag? Käse? Ja, weil ich liebe Käse und ich glaube auch Wurst, hier die, Salami, aber am liebsten Käse. Frage 15. Welche Botschaft würdest du dir selbst in die Zukunft schicken, beziehungsweise Ratschlag? Welche Botschaft würde ich mir in die Zukunft schicken? Welcher Ratschlag? Schwierig. Welche Botschaft? Ich würde mir folgende Botschaft schicken. Glaube dran. Ja, es gibt viel im Leben, wo man vielleicht den Glauben braucht. Den Glauben an sich und an andere. Und ich würde sagen jetzt spontan, glaube dran. Frage 16. Welches Ereignis aus der Vergangenheit hättest du gerne miterlebt? Welches Ereignis? Boah. Hätte ich gerne miterlebt aus der Vergangenheit. Tja, das... weiß nicht. Mir fallen gerade viele Ereignisse ein, die nicht schön waren. Wenn man so an die ganzen Kriege zurückdenkt und so. Das auf keinen Fall. Aber welches Schöne hätte ich gern miterlebt? Boah, mein Akku blinkt rot. Hallo. Ich muss den Akku wechseln. Ich habe irgendwo noch einen aufgeladenen. Moment. So, frischer Akku ist drin und machen wir weiter. Also, wir waren stehen geblieben bei welches Ereignis aus der Vergangenheit. Ich glaube, vielleicht so in der Zeit einfach, was heißt Ereignis, aber wo zum Beispiel Elvis Presley gelebt hat. So die Musik und der Style und so fand ich schon cool, wenn man das so sieht. Doch, ich sage jetzt spontan einfach mal so, so ereignismäßig mal so einen Auftritt von Elvis Presley miterleben zu dürfen. Ja. Frage 17. Wärst du lieber Fisch oder Vogel? Vogel. Ich glaube, dann würde ich sagen, ich möchte gern ein Vöglein sein, weil ich bin nicht so der Mensch, der mit dem Kopf unter Wasser gerne ist. Warum fällt mir das jetzt ein? Ich weiß es nicht. Aber ich würde mal sagen, ein Vogel. 18. Welches Instrument findest du am coolsten? Instrument am coolsten.
boah, es gibt so viele schöne Instrumente. Ich selber habe ja mal Orgelunterricht gehabt als Kind, spiele ab und zu noch ein bisschen Keyboard, obwohl da fehlt mir auch im Moment die Zeit. Am coolsten Harfe. Ich habe mal irgendwo was bei Deutschland sucht den Superstar oder sowas. Da war eine, die spielte so toll Harfe und ich finde dieses Instrument erstmal vom Gucken, vom Ansehen her sehr schön. Und wenn das jemand richtig beherrscht, finde ich einfach das Instrument Harfe total schön und faszinierend. Frage 19. Was war dein Lieblingslied mit 14? Mein Lieblingslied, boah, jetzt wird's schwierig. Ich bin 38. Mit 14, Moment, als ich meinen Mann kennenlernte, war ich 18, und dann 4 Jahre weniger. Ich denke mal, das war so die Zeit mit schon so mit den Pet Shop Boys und zwar Go West. Ich meine, da wäre gerade rausgekommen. Kann natürlich sein, dass ich mich jetzt vertue um ein paar Jahre, aber so Pet Shop Boys, da habe ich drauf gestanden, muss ich gestehen. So die Musik, ich glaube, ich sag jetzt mal Go West. Ja. 20, Frage 20. Welche Farbe haben deine Socken? Meine Socken, welche Farbe? Ich habe ganz, ganz viele Socken. Also bei mir gibt es nicht nur schwarze und weiße Socken. Was habe ich denn an den Füßen? Jetzt muss ich hier auch noch. So, das sind weiß, beige und so Terrakottafarben. Mein Gott, jetzt halte ich schon meine Käsemauken euch in die Kamera. Aber ich finde die Fragen irgendwie cool. Also ich habe ganz, ganz viele. Ich habe, glaube ich, würde sagen, ich habe Socken in allen Farben. Ja. 21. Was ist deine Lieblingspizza-Belag? Früher war es immer Pizza Hawaii, also sprich Ananas, Schinken. Jetzt würde ich sagen, wenn ich mal, also ich habe schon länger keine Pizza mehr gegessen. Aber eigentlich war es im Moment dann, also zuletzt immer Thunfisch, Zwiebeln, genau. Ja. 22. Telefonieren oder chatten? Dann würde ich sagen, telefonieren. Ja. So mit chatten hatte ich es noch nie so wirklich. Weiß ich auch nicht. Dann würde ich sagen, telefonieren. 23. Wie trinkst du deinen Kaffee bzw. Tee, Zucker, Milch? Kaffee schwarz. Früher habe ich immer Kaffee mit ein bisschen Milch. Und irgendwie seit ein paar Monaten oder bestimmt jetzt schon ein gutes Dreivierteljahr trinke ich meinen Kaffee schwarz. Und Tee kommt auch kein Zucker rein, außer in schwarzen Tee. Da mache ich mir diesen braunen Kandiszucker gerne rein und ein bisschen Milch. Aber ansonsten ohne Zucker, also Tee am liebsten. Ungesüßt. 24. Was hast du als letztes gekocht, Schrägstrich gebacken? Zuletzt gekocht, gestern Abend, als mein Mann von der Arbeit kam, habe ich Nudeln gemacht mit einer leckeren scharfen Soße und Feta-Käse oben drüber und eine Bockwurst warm gemacht. Nichts Spektakuläres, aber ja, total lecker. Ich liebe Nudeln und mein Mann auch. Und dann liebe ich das mit irgendeiner Art von Käse oben drüber. Und in dem Fall war es gestern Feta-Käse. Ach nee, gebacken. Was habe ich denn zuletzt gebacken? Zum Geburtstag von Nadine habe ich, das war glaube ich, genau, habe ich von Dr. Oetker Pfirsich-Maracuja-Torte. Das ist so eine Torte, die ich immer, immer, immer backen muss, weil die einfach super lecker ist und ich die super gerne mache und die eigentlich auch immer super gut gelingt. Vielleicht nehme ich euch mal mit. Ich glaube, ich habe da schon mal drüber geredet, über meine Pfirsich-Maracuja-Torte. Die schmeckt das ganze Jahr über, finde ich. Die hört sich zwar jetzt vom Namen her eher für den Sommer an, aber ich finde, also die geht immer. Vielleicht nehme ich euch mal irgendwann mit. Wenn es zeitlich passt, würde ich das gerne machen. 25. Welchen Jungs- bzw. welchen Mädchenname findest du am schönsten? Oh, Mädchennamen, früher Vanessa. Also, ja, würde ich jetzt auch sagen. Ich finde den Namen Vanessa so schön. Ja, aber es gibt so viele schöne Namen. Aber spontan sage ich jetzt mal beim Mädchen Vanessa und beim Jungen, da tue ich mich schwer. Beim Jungen würde ich mal sagen spontan Joshua. Ich finde Joshua schön. 26. Wie alt würdest du sein wollen, wenn es für immer wäre? Okay, wie alt würde ich sein, wenn es für immer wäre? Warum? Ich nehme jetzt mal mein Alter hier, 38. Das ist ein cooles Alter, da kann man noch viel machen, da kann man, ja, ich sag jetzt mal 38. 27. Welche ist deine Lieblingszahl? Welches ist meine Lieblingszahl? 13. Ja.
an einem Freitag, den 13., habe ich meinen Mann kennengelernt. Da sind wir zusammengekommen. Irgendwie ist 13 eine schöne Zahl, finde ich. 28. Wie viel Paar Schuhe hast du? Oh mein Gott. Puh, wie viel Paar Schuhe? Ich bin jetzt nicht so diejenige, die sich jeden Monat oder jedes Jahr ein paar neue Winterschuhe kauft oder ein paar neue Sommerschuhe. Es kommt immer drauf an, aber ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, ja, es sind schon einige. Ich habe viele sportliche Schuhe, Stiefel, Schlappen für den Sommer, Latschen. Boah, ich würde mal sagen spontan 20. Ich zähle. Vielleicht mache ich mal irgendwann eine Schuhsammlung. Mal gucken. Aber es sind schon ein paar. Weil ich auch viele jetzt nicht einfach wegschmeiße. Sagen wir mal ein Jahr, eine Saison getragen und weg. Nö, also ich habe Schuhe, die, wenn die noch gut sind, die Sohle ist noch top. Ja, dann behalte ich. Also ich habe bestimmt Schuhe, die sind schon zwischen 5 und 8 Jahre alt. Und die sind noch gut, warum nicht? Ne? Kann man doch noch anziehen. Frage 29. Deine Lieblingsblume? Da würde ich mal sagen spontan Rosen. Ja, ich liebe Rosen. 30. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie abergläubisch bist du? Oh, abergläubisch. Abergläubisch ist ja so, wenn eine schwarze Katze hier von links nach rechts oder unter einer Leiter herlaufen. Also ich würde sagen, ich weiß es nicht. Ich nehme mal die Mitte, die goldene Mitte, 5. 31. Was liebst du am meisten auf der Welt? Was ich am meisten auf der Welt liebe? Liebe Menschen. Oder sagen wir mal, ich liebe am meisten auf der Welt. Schwierig, da kann man jetzt eine Kategorie zu finden. Am meisten liebe ich auf der Welt den Frieden bzw. den Kontakt mit meiner Familie. Ja, ich liebe am meisten die Liebe. Das hört sich jetzt auch doof an, Nadine. Aber vielleicht versteht ihr mich. Ja. Was machst du, wenn dir langweilig ist? Frage 32. Was mache ich, wenn mir langweilig ist? Das kommt im Moment selten vor. Es gibt immer viel zu tun. Wenn mir langweilig ist, schaue ich oft YouTube-Videos. Auch abends, wenn ich im Bett liege und gelangweilt nicht weiß, was ich tun soll, weil ich nicht schlafen kann, weil mir zu viel durch den Kopf geht, dann schaue ich mir sehr gerne Videos an. 33. Hast du früher schon mal eine Mutprobe bestehen müssen? Nee. Nö. Wäre vielleicht mal spannend gewesen, oder? Eine Mutprobe? Nein, musste ich noch nicht bestehen. 34. Schreibst du Tagebuch? Nee. Habe ich mal als Kind, beziehungsweise wie alt war ich da? Da war ich so 26 vielleicht. Ich sehe gerade, hier liegt meine Jacke. Hätte ich ja auch mal wegtun können, ne? Aber die ist so schön kuschelig. Mir war eben, na toll, sind die Zettel runtergefallen. Mir war so kalt und dann habe ich eben die Jacke angezogen. Aber jetzt habe ich die Heizung aufgedreht. So, wo waren wir? Tagebuch habe ich mal ganz kurz angefangen, aber ich bin da zu faul für. Ich weiß nicht, manchmal, Tagebuch, dann sollte man ja wirklich schon so jeden Tag so kurz zusammenfassen. Dann habe ich angefangen für eine Woche, dann hatte ich wieder einen Monat Pause, dann habe ich für einen Tag wieder angefangen. Ich finde es schön, wenn einer das macht und wenn man dann irgendwann nach ein paar Jahren nachliest, was ist denn da und da passiert. Und ich finde das toll, aber ich bin zu faul. Ja, 35. Kannst du gut zeichnen oder malen? Nein. Ich habe Kunst geliebt, aber ich kann nicht gut zeichnen. Nein, leider nicht. 36. Kannst du irgendwas Freakiges mit deinem Körper? Also Verrücktes mit meinem Körper? Ich bin langweilig. Ich kann nichts Verrücktes. Ich kann nicht mit den Ohren, hier mit den Nasenlöchern. Kann ich auch nicht wirklich. Das sieht ja doof aus. Nee. Aber ich kann irgendwie nichts Verrücktes. Ich kann meinen Finger irgendwie nicht krumm. Manche können ja irgendwie, dann geht der Daumen da so zur Seite weg. Nein, leider nicht. 37. Magst du Gartenzwerge? warum nicht? Also es gibt durchaus schöne Gartenzwerge. Ich hatte auch mal einen von meiner Mama. Der ist aber, glaube ich, im Moment ist der irgendwo im Keller. Ja, aber ich finde Gartenzwerge durchaus ganz putzig.
Wo sind wir denn jetzt? 38. Wann gehst du für gewöhnlich schlafen? Ich würde mal sagen, gewöhnlich zwischen 10:30 und 12 Uhr. Ja, was schon ziemlich spät manchmal ist. Und manchmal schlafe ich auch hier auf diesem gemütlichen Sofa schon um 10 Uhr oder manchmal auch schon um 9 Uhr ein. Aber sonst gehe ich eigentlich, sagen wir mal, so zwischen 10 und 12 Uhr nach. 24 Uhr, genau. 39, Skat oder Schach? Skat kann ich gar nicht. Schach nur bedingt. Also dann nehme ich mal Schach. Finde ich interessant. Kann ich zwar nicht wirklich gut, aber dann nehme ich Schach. 40, würdest du eher auf YouTube, Facebook oder Instagram verzichten? Also auf YouTube schon mal gar nicht. Facebook oder Instagram? Dann würde ich sagen Facebook. Weil Instagram finde ich auch cool, das macht Spaß und das ist irgendwie, ja, da, wo ich mich mit euch auch noch am meisten austausche. Also ich habe ja eine Instagram-Account und findet ihr auch hier unter dem Video, falls mir jemand noch nicht folgt und das gern tun würde. Ich würde mich sehr freuen. Facebook habe ich auch schon, sind wir auch schon eine ziemlich große Gruppe, worüber ich mich riesig freue. Also vielen Dank für eure Treue. Ja, ich verzichte dann mal auf Facebook, ja. 41. Welches ist dein Lieblingszitat aus einem Lied? Oh, das ist schwer. Ein Lieblingszitat aus einem Lied? Die Schlampen sind müde. Ja, die Schlampen sind müde ist ja ein Lied von Rosenstolz und wir singen das im Chor. Das ist zwar jetzt kein Zitat, aber das haben wir schon des Öfteren vorgetragen im Chor. Ist ein schönes Lied und macht Spaß, es zu singen. Wer kennt es, schreibt es mir in die Kommentare, würde mich rasend interessieren, ja, wer das Lied Die Schlampen sind müde kennt. 42, dein aktueller WhatsApp-Status. Was ist jetzt, oh Gott, was ist denn jetzt ein WhatsApp-Status? Ich nutze WhatsApp sehr häufig. Status, Moment, Status ist doch hier, Quatsch, geh mal weg. So, ich habe es gefunden. Mein Status ist einfach verfügbar. Ja. Ich glaube, man kann auch selber was schreiben, ne? Aber bei mir ist es langweilig. Da steht verfügbar. Okay, das ist mein Status. Wo sind wir jetzt? 43. Hast du Angst vor dem Tod? Jo, na klar. Ich glaube, das haben viele, oder? Ja, ich habe Angst vor dem Tod. 44. Welche ist deine Lieblingskäsesorte? Oh, ich esse ja so gerne Käse, ne? Gouda. Edamer, Harzer Roller, Schimmelkäse, Stinkekäse, eigentlich alles außer Ziegenkäse. Der hat mir so ein etwas. Ja, Ziegenkäse hat so einen ganz eigenartigen Geschmack, den mag ich nicht. Aber ansonsten her damit, ich esse alles an Käse. 45. Welchen Smiley hast du als letztes versendet bei WhatsApp? Ach, das weiß ich. Der Smiley mit dem Kussmund. Ne, ich habe ja ein iPhone, aber ich glaube, das ist bei, egal bei was für einem Handy, ne? Also den Smiley mit dem Kussmund. 46. Magst du gerade oder ungerade Zahlen lieber? Dann würde ich mal sagen, spontan. Beide mag ich eigentlich. Dann sage ich mal ungerade Zahlen. Finde ich irgendwie cooler. 7. Ja, doch. Sag ich ungerade. 47, wir nähern uns dem Ende. Welches YouTube-Video hast du zuletzt gesehen? Oh, ich war eben bügeln im Keller und habe mein iPad mitgenommen, weil ich schaue im Moment immer YouTube-Videos. Das macht total Spaß beim Bügeln. Moment, ich werde es euch gleich zeigen. Ich muss mal eben YouTube anschmeißen hier und in meinen Verlauf gucken. So, ich habe es gefunden. Zuletzt habe ich gesehen, eben beim Bügeln, von der lieben TheCheap1991, auch eine ganz, ganz liebe YouTuberin, die ich euch wärmstens ans Herz lege. Sie heißt auch Nadine. Flop-Produkte nicht nachkaufen. Da. Moment, ich hoffe, seht ihr? Da. Das ist die Liebe. Vielleicht kennt ihr die. Hier steht der Name. Aber ich blende euch den YouTube-Namen auch nochmal ein, falls es jetzt verschwommen war. TheCheap1991. Ja. Flop-Produkte nicht nachkaufen, war sehr interessant, werde ich auf keinen Fall kaufen und die kann ich euch sehr ans Herz legen. Also ich verlinke ihren Kanal auch hier unter dem Video, okay? Genau, das mache ich.
48. Was war das erste Wort, das du als Baby sagen konntest? Also nach Mama und Papa. Ja, ich glaube, ich habe zuerst Papa gesagt, dann Mama und dann weiß ich nicht. Was habe ich denn, was könnte ich denn gesagt haben? Nutella. Ich habe als Kind so gern Nutella gegessen, aber nicht als Baby. Da war ich ja schon älter. Oder meinen Namen, Nadine. Ich glaube, ich habe immer gesagt Dean. Ich habe nicht Nadine, ich habe immer Dean gesagt. Ich sag mal Dean. Ja. Vorletzte Frage. Donuts oder Muffins? Da sage ich mal spontan Muffins. Muffins backe ich sehr gerne selber auch. Und ja, jetzt kriege ich Hunger. Muffins. Letzte Frage. Füller, Kugelschreiber oder Bleistift? Kugelschreiber. Als Kind habe ich sehr gerne mit einem Füller geschrieben. Ich habe noch einen von Lamy. Aber ich glaube, der ist kaputt. Aber den habe ich noch, so aus nostalgischen Gründen. Ich bin ja jetzt auch schon seit, ich glaube, wann habe ich denn die Realschule beendet? Mit, ich glaube, das war 1992. Bleistift, ja, ich sag Kugelschreiber, doch. Kugelschreiber. Das war's, ihr Lieben. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant und ich hoffe, ja, dass es interessante Antworten waren. Ich fand die Fragen sehr interessant und ja, ihr habt gemerkt, manches kam spontan wie aus der Pistole geschossen. Bei manchen musste ich überlegen oder gar nachschauen, wie jetzt mit dem Witz. Aber ich fand den Witz trotzdem lustig. Ja, vielleicht nicht der allerlustigste, aber ich fand ihn sehr lustig. Ja gut, ihr Lieben, dann würde ich mal sagen, hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich, von euch zu lesen. Ich freue mich auf euer Feedback und bedanke mich ganz, ganz lieb bei euch dafür, dass ihr euch immer die Zeit dafür euch nehmt. Das ist ja nicht selbstverständlich und deshalb danke ich euch. Ich würde jetzt mal sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt mir gesund und bis ganz bald, eure Nadine.